Liebe Geschwister, das Erste, der Erste, die Erste. Wenn etwas auf dieser Rangordnung steht, dann bedeutet es etwas. Und deswegen hat auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahlreiche Aussprüche, wo er vom Ersten spricht. Und dadurch erfährt die thematisierte Angelegenheit eine Erhöhung, eine Ehre, eine Wichtigkeit, weshalb dies eine Art Aufmerksamkeitserhöher ist, wenn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, das Erste. Und wir werden zwei Angelegenheiten als Beispiel gleich aufführen. Und die dritte werden wir heute als Gegenstand der Khutbah haben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Erste, wonach die Menschen am Tage des Gerichts befragt werden, wird das Gebet sein. Wird das Gebet sein. Und zunächst wird nach den Pflichten gefragt. Und wenn die Pflichten nicht so stehen, wie sie zu stehen haben, wenn man die Pflichten nicht so erfüllt hat, wie man sie hätte erfüllen sollen, aus Gnade heraus, gewährt Allah Ta'ala denjenigen, die Pflichtgebete vorzuweisen haben, dass sie ihre Mängel in ihren Pflichtgebeten oder an ihren Pflichtgebeten ausgleichen können durch ihre freiwilligen Pflichtgebete. Und danach wird dies mit den restlichen Taten geschehen. Das heißt, dafür brauchen wir auch unsere freiwilligen Gebete, um unsere Mängel in den Pflichtgebeten auszugleichen. Das heißt, das Gebet ist so wichtig, liebe Geschwister, dass das Erste, wonach Allah Ta'ala fragen wird am Tage des Gerichts sein wird, das Gebet. Ein weiteres Beispiel, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Erste, wonach oder worin am Tage des Gerichts gerichtet wird, und nun erwähnt er etwas anderes, und darin liegt kein Widerspruch, wird das Blutvergießen unter den Menschen sein. Wird das Blutvergießen sein. Das eine in der Kategorie der religiösen, gottesdienstlichen Handlungen und das andere, liebe Geschwister, im Zwischenmenschlichen. Das heißt, auf der einen Seite das Gebet und auf der anderen Seite das Blutvergießen. Alhamdulillah darf derjenige sagen, der seine 5 Pflichtgebete ordentlich verrichtet und genügend freiwillige Gebete mitverrichtet, aus Sicherheitsgründen, um vorzukehren, um Vorkehrungen zu treffen, und derjenige, der niemanden getötet hat. Ja? Alhamdulillah für denjenigen. Weil das Erste, wie gesagt, wonach gerichtet werden wird, oder was geklärt wird am Tage des Gerichts, denn gerichtet wird nach, ja, dem Willen von Allah Ta'ala, wird, wie gesagt, das Gebet sein und auf der anderen Seite das Blut vergießen. Liebe Geschwister, wenn Allah Ta'ala, das heißt, wir haben gelernt, unsere Aufmerksamkeit wird erhöht und die behandelte Sache erfährt eine Ehrung, erfährt an Bedeutung, wenn sie eingeleitet wird mit das Erste. Ein weiteres Mittel, liebe Geschwister, um unsere Aufmerksamkeit zu erhöhen, wobei wir eigentlich stetig aufmerksam sein sollten, wenn Allah Ta'ala im Koran spricht oder wenn er seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen lässt, trotzdem aus Gnade heraus und weil es auch Prioritäten gibt, deswegen gibt es noch diese, ja, Aufmerksamkeitserhöher. Ein weiteres dieser Mittel ist, wenn Allah Ta'ala auf etwas schwört, auf etwas oder jemanden schwört. Allah Ta'ala schwört auf Erschaffenes, wie er auch auf sich selbst schwört, liebe Geschwister. Er schwört bei sich selbst und er schwört bei Erschaffenem. Er schwört bei der Sonne. Er schwört beim Mond. Und das Einzige, worauf er schwört, was eine lebendige Seele hat, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka. Wodurch wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das beliebteste der Geschöpfe Allah Ta'alas ist. Allah Ta'ala schwört beispielsweise auch bei den Stationen der Sterne. Allah Ta'ala sagt im Koran,
فلا أقسم بمواقيع النجوم فلا أقسم بمواقيع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Nein, ich schwöre beim Standort der Sterne. Und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur. Allah Ta'ala schwört bei den Standorten der Sterne. Dazu muss man wissen, dass das, was wir als Sterne wahrnehmen, ist nicht in Wirklichkeit der Stern selber. Der Stern selber könnte bereits erloschen sein. Vor vielen Millionen, Milliarden, Billionen Jahren. Aber was uns gerade noch erreicht, was uns jetzt erreicht, ist das Licht, was der Stern aussendete. Deswegen ist das Lichtjahr ein gewaltiges Maß. Das Lichtjahr ist keine Zeiteinheit in dem Sinne, sondern das Lichtjahr ist eine Entfernung. Nämlich die Entfernung, die das Licht im Vakuum zurücklegt. Der Polarstern, der bekannteste Stern, der hellste Stern in dem Sinne, den wir kennen, der größte Stern, der ist 430 Billionen Lichtjahre entfernt. Und eine Sekunde, die das Licht benötigt, um eine gewisse Strecke zu überbrücken, macht 300.000 Kilometer aus. 300.000 Kilometer. Und der Polarstern ist 430 Billionen Kilometer, ja, deutsche Billionen, nicht die amerikanischen, von uns entfernt. Subhanallah. Das heißt, wenn Allah Ta'ala bei den Stationen, bei den Standorten der Sterne schwört, Subhanallah, dann ist das ein gewaltiger Schwur. Denn nur er weiß, Subhanallah, wo der eigentliche Standort vom Stern ist, ob er überhaupt noch existiert oder nicht. Und nun kommen wir, liebe Geschwister, zu unserem Thema. Das war als eine Einleitung gedacht. Allah Ta'ala unter den Dingen, die er auserwählte, um darauf zu schwören, dazu gehört das Folgende. Nun, والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Nun, der Buchstabe Nun. Und beim Stift und bei dem, was sie, die Engel, in Zeilen niederschreiben. Du bist durch die Gnade deines Herrn, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist angesprochen, kein Besessener. Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Du hast wahrlich einen großartigen Charakter. Hier schwört Allah Ta'ala also auf den Stift, auf das Schreibrohr. Subhanallah. Allah Ta'ala schwört auf den Stift, liebe Geschwister. Damit trägt der Stift eine hohe Symbolkraft, die wir heute miteinander anschneiden werden. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu uktub, fajara bima huwa kainun ilal abad. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, das Erste, was Allah Ta'ala erschuf, das Erste. Etwas Bedeutsames, liebe Geschwister, wartet auf uns, ist der Stift. Das Erste, was Allah Ta'ala erschuf, ist der Stift. Und Allah Ta'ala sprach zu ihm, schreib. Und so schrieb er alles, was sein wird. Die Großgelehrten, liebe Geschwister, sind sich nicht ganz einig, ob das Erste an und für sich, was erschaffen wurde, der Stift ist. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass das Erste, was Allah Ta'ala erschaffen hat, sein Thron ist. Wie verstehen wir dann diese Überlieferung? Die Mehrheit der Gelehrten versteht diese Überlieferung
Und das, subhanallah, zeigt nochmal, wie klein wir sind, beziehungsweise wie großartig die Schöpfung und damit auch der Schöpfer. Die Mehrheit der Gelehrten versteht diese Überlieferung, die wir gerade thematisiert haben, als das, was Allah Ta'ala in diesem Universum als erstes erschaffen hat. Im Sinne von, es gibt viele Universen, das wissen wir, weil Allah Ta'ala ist Rabbul Alamin. Nicht nur Rabbul Alam, Herr der Welt, sondern Rabbul Alamin, Herr der Welten, der Universen. Unabhängig davon, wir können sagen, es gibt eine Einigkeit unter den Gelehrten, dass das Erste, was in unserem Universum erschaffen wurde, der Stift ist. Was bedeutet also dieser Stift, liebe Geschwister? Was bedeutet also dieser Stift? Zum einen, liebe Geschwister, möchte ich über unser Schicksalsverständnis sprechen. Ja, hier wird erwähnt, dass der Stift alles niederschrieb, was sein wird. Das Schicksal. Wie verstehen wir Muslime das Schicksal? Es gibt diese berühmte Begebenheit, in welcher ein Beduine zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und ihn fragte, o Gesandter Allahs, wenn ich zur Moschee gehe, soll ich mein Kamel anbinden oder soll ich auf Allah Ta'ala vertrauen, dass es mir nicht wegläuft? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, i'qilha wa tawakkal. Binde dein Kamel fest und vertraue auf Allah Ta'ala. Liebe Geschwister, tatsächlich gibt es unter den Hadith-Gelehrten diejenigen, die überprüfen, ob das, was wir als Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt bekommen, auch tatsächlich seine Worte sind. Das heißt, die überprüfen die Überlieferungskette. Ist sie vollständig? Oder fehlt jemand? Wenn ich beispielsweise sage, Gandhi hat gesagt, fehlen einige in der Überlieferungskette, weil wir nicht zur selben Zeit gelebt haben. Ja? Und sie überprüfen auch das Gedächtnis und die moralische Integrität einer jeden Person, um am Ende zu sagen, das ist wirklich vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stammend oder aber auch nicht. Bezüglich dieser Begebenheit gibt es Meinungsverschiedenheiten. Einige Gelehrte sagen, wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dieser Gelegenheit diesen Ausspruch tätigte. Andere sagen, dazu zählt unter anderem Al-Albani, doch das können wir. Ja, das ist ein Hassan-Hadith. Unabhängig davon, liebe Geschwister, sagen alle Gelehrte, dass die Botschaft von dieser Begebenheit, ob sie sich nun zugetragen hat, und der Prophet äußerte sich dazu, sallallahu alaihi wasallam, oder vielleicht passierte es mit einem Gelehrten oder mit einem ehrwürdigen Menschen, das ist unerheblich, denn die Botschaft stimmt. Tue dein Bestes und dann vertraue auf Allah. Und liebe Geschwister, ich möchte mit zwei Klischees arbeiten, mit Vorurteilen arbeiten, beziehungsweise mit eigenen Erfahrungen, auch ein bisschen zu provozieren. Ja? Mein Verständnis, Muslime aus dem Orient haben ein Verständnis, binde es nicht an, sondern vertraue auf Allah. Zumindest sieht man das in der Praxis. Wenig Vorkehrungen, wenig Planung, wenig Arbeit, aber ja, wir vertrauen auf Allah. Und Muslime aus dem Okzident, ja, aus dem hiesigen Kulturkreis, die binden fest und zwei, drei Schlösser, aber im Herzen fehlt das Gottvertrauen. Ja, natürlich, wir verallgemeinern nicht und das sind alles Klischees und Vorurteile und Verallgemeinerungen, okay. Aber wir können gewisse, sagen wir mal, kulturelle Merkmale hier und da feststellen. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir ja, hier verschmelzen und das Beste ja, voneinander nehmen und beherzigen und den Rest fallen lassen ja, und als Gemeinde im Starken zusammenwachsen. Und das, liebe Geschwister, ist etwas, was der Stift symbolisiert. Gewisse Dinge, liebe Geschwister, sind niedergeschrieben. Wir konnten sie uns nicht aussuchen. Wir konnten sie uns nicht aussuchen. Und Allah wird uns auch für diese uns auferlegten Dinge keinerlei Fragen stellen. Er wird uns nicht bestrafen, er wird uns auch nicht belohnen. Denn das sind Dinge, die uns auferlegt wurden.
Da, wo wir eine Bestrafung oder eine Belohnung erfahren, das wegen dem, was wir selber niederschrieben, in dem Sinne, wofür wir selbst Verantwortung tragen. Und das, liebe Geschwister, symbolisiert auch der Stift. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Und eingesetzt über euch sind Hüter, edle Schreiber, die wissen, was ihr tut. Edle Schreiber, liebe Geschwister, ein Engel zu unserer Rechten, ein Engel zu unserer Linken. Der zu unserer Rechten sitzt, er schreibt die guten Taten auf. Der zu unserer Linken sitzt, der schreibt die schlechten Taten auf. Wobei ein Hadith, überliefert bei Tabarani, aufgeführt von den Gelehrten, um etwas näher zu erklären, besagt, dass dieser Engel, der zur Linken sitzt, 6 Stunden wartet, um die schlechte Tat aufzuschreiben. Wenn bis dahin der Diener Reue begangen hat, schreibt er sie nicht auf. Schreibt er sie nicht auf. Aber selbst wenn er sie aufschreibt, liebe Geschwister, ja, so kann man noch bereuen und Gutes tun, ja, um dies auszuradieren. Aber um zu zeigen, wie gnädig Allah Ta'ala ist, ja, wird erst das gar nicht aufgeschrieben, wofür innerhalb von 6 Stunden Reue begangen wurde. Verantwortung. Der Stift symbolisiert Verantwortung. Der Stift ist ein Alltagsgegenstand, liebe Geschwister. Das heißt, wenn wir das nächste Mal einen Stift sehen, sollen wir daran denken, ah, subhanallah, es gibt ein Schicksal und ich muss das Beste draus machen. Ich habe eine Verantwortung, wie auch der Hadith sagt, Rufi'a al-Qalam ala thalath. Der Stift ist erhoben worden über 3 oder von 3 enthoben worden. Nämlich der noch nicht die Pubertät erreicht hat, der Schlafende und derjenige, der geisteskrank ist. Das heißt, für sie gibt es in dem Sinne keinen niederschreibenden Stift, da sie keine Verantwortung für ihre Taten tragen. Weiter, liebe Geschwister, der Stift symbolisiert, ist ein Instrument, um das Wissen zu sichern. Damit, stellt euch vor, das ist ein Netz, das ist ein Fischernetz. Was fängt man mit einem Fischernetz? Man fängt Fische. Aber wenn wir diesen Stift sehen, sehen wir damit das Instrument, was uns unser Wissen absichert? Oder ist es für uns einfach nur ein Stück Plastik oder ein Stück Metall? Und genau das sollten wir im Stift sehen. Und gerade deswegen sollten wir immer einen Stift dabei haben. Okay, wir leben in 2016. Dann haben wir halt unsere Notizfunktion stets parat. Im Gerät, was wir stetig mit uns tragen. Und das ist das, liebe Geschwister, was ich als Referent in der muslimischen Gemeinde beklagen möchte. Ja, wir haben zahlreiche Vorträge, wir haben zahlreiche Seminare, ja, qualitativ, die A, schon mal wenig besucht werden, ist das erste Problem, und B, selbst diejenigen, die sie besuchen, manchmal nehmen sie daran teil, als wären sie im Kino. Ja? Nehmen keine Schreibmaterialien mit und fangen nicht das ein, wozu sie eigentlich gekommen sind. Das ist wie wenn ein Jäger, ja, ohne Netze, ohne Pfeil und Bogen, ohne Gewehr jagen geht. Ja? Quasi zum Spaziergang, zur Safari. Und das folgende Wort, auch umstritten, hat der Prophet es gesagt, sallallahu alaihi wasallam, oder sagte es Omar, da gibt es, wie gesagt, eine Meinungsverschiedenheit unter den Hadith-Gelehrten, die ich euch nur mitteile. Qayyidu al-ilma bil-kitab. Ja, es gibt eine Überlieferung mit Kitab und eine mit Kitaba. Haltet das Wissen fest. Fesselt das Wissen durch das Niederschreiben. Durch das Schreiben.
Subhanallah, wir leben in einem offenen Markt. Wir müssen für das Wissen nicht bezahlen. Alles ist mehr oder weniger kostenlos zugänglich. Aber sichern wir uns auch dieses Wissen. Ansonsten ist es so, als würden wir einen Fisch mit unseren Händen gefangen haben, und wie lange wird er bei uns bleiben? Wie lange wird dieser Fisch, der zappelt, der glitschig ist, bei uns bleiben? Das Wissen bleibt, ja, ist kurz im Kurzzeitgedächtnis, ja, und dann für lange Zeit vergessen. Ins Langzeitgedächtnis, ja, der Mensch hat zwei verschiedene Speichersysteme. Das Kurzzeitgedächtnis, das, was nur kurze Zeit im Gedächtnis bleibt. Und das ist eine Gnade. Weil ansonsten, subhanallah, wie könnten wir leben, wenn wir uns an unwichtige Dinge ständig erinnern würden? Deswegen nur das, was wichtig ist, kommt ins Langzeitgedächtnis. Und unser System registriert das, was wichtig ist, durch das, was wir dafür tun. Das heißt, wenn wir die Dinge niederschreiben, wenn wir sie wiederholen, dann merkt das Gehirn, ah, das ist wichtig, klack, das kommt ins Langzeitgedächtnis. Und das ist auch etwas, was der Stift symbolisiert. Nämlich er ist das Instrument, er ist praktisch das Gewehr für die Beute. Dadurch kommen wir an unsere Beute. Und auch daran sollen wir denken, wenn wir einen Stift sehen, beziehungsweise einen Stift stets bei uns tragen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war in Ägypten gewesen und dort habe ich ein Buch gesehen. Ja, das Geld ist als Student immer knapp. Und ich habe mir das Buch durchblättert und subhanallah, ich fand nichts Besonderes in diesem Buch, außer ein Drittelseite. Dort stand, dass Ibn Taymiyyah gesagt hat, er erforschte das Thema Hausarbeitsregelung. Ja, und er stellte fest, dass es einige Gelehrte gibt, die sagen, die Frau hat keinerlei Verpflichtung dazu, den Haushalt zu führen. Und er stellte fest, dass es Gelehrte gibt, die sagen, die Frau ist verpflichtet, den Haushalt zu führen. Dann stellte er weiter fest, dass es da verschiedene Auffassungen gibt. Manche sagen, die Frau muss wenig im Haushalt machen. Manche sagten, sie muss mehr als dies machen, ja, mittelmäßig oder viel machen. Und er selbst war der Auffassung, ja, dass dies etwas ist, was durch die Kultur, was durch den Brauch geregelt ist und auch einer Einzelfallentscheidung bedarf. Denn es gibt starke Frauen und es gibt schwache Frauen, ja. Und die Frau in der Wüste, ihr Lebensalltag ist anders als die Frau, als der Alltag einer Frau, einer Städterin, ja, die in der Stadt lebt. Ich fand diese Information sehr wertvoll. Warum? Weil sie die Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung der Kultur festhält und nichts Enges ist. Nein, sie muss gar nicht. Nein, sie muss alles, ja. Und diese engstirnigen Positionen sind ja in unserer heutigen Umma erschwerend, weil dann die Frau mit ihren Gelehrten argumentiert und der Mann mit seinen Gelehrten und keinem ist wirklich geholfen. Wisst ihr, was ich gemacht habe, liebe Geschwister? Ich habe das Buch gekauft, damit ich damit arbeiten kann. Und ich habe einen Artikel über dieses Thema geschrieben auf meiner Homepage, erhältlich, um das Wissen zu, ja, einzufangen. Ansonsten wäre es unter dem gewesen, was ich gelesen habe und vergessen habe, gehört habe und aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Ohren, aus dem Sinn. Wie viele Dinge haben wir Wertvolles gehört, gesehen, mitbekommen und wir haben sie nicht niedergeschrieben? Dazu zählen auch Dinge wie Erlebnisse mit unseren Kindern. Ja, die Kinder sagen die süßesten Dinge in den ersten Jahren. Wir erleben die süßesten Dinge mit ihnen, ja, und am Ende, ja, 10 Tage später haben wir sie schon vergessen. Würde es nicht Wertschätzung zeigen? Ich bin sehr inspiriert von der letzten Khutbah, habe das auch, ja, bewusst mit meinem Sohn umgesetzt, was unser Bruder Musa uns letzte Woche mitgeteilt hat. Ja, das Telefon klingelte und ich sagte meinem Sohn, ich kann jetzt nicht ans Telefon rangehen, weil ich habe einen wichtigen Termin mit dir. Du bist mir wichtig, du bist mir wichtiger als der gerade anruft. Und er hat mich angeguckt und ich habe gesehen, er fühlt sich wie ein Gorilla. Ja? Wäre es nicht etwas Wertschätzendes, wenn wir, ja, in ein paar Jahren unseren Kindern ein paar Seiten zeigen können? Guck, das und das hast du gesagt, das und das hast du erlebt. Qayyidu al-ilma bil-kitab. Fesselt das Wissen, bindet das Wissen durch das Schreiben. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Zwei weitere Dinge, liebe Geschwister, die dieser Stift symbolisiert. Das ist übrigens ein Kalligraphiestift. Jeder von euch Brüdern, der es ernst meint mit einem dieser thematisierten Dinge, mit dem Wissen, mit der Verantwortung, mit dem richtigen Schicksalsverständnis, der darf sich einen von 8 Stiften mitnehmen später. Ja? Am besten betet ihr in den ersten Reihen, weil diejenigen sind am schnellsten bei mir. Ja? Etwas weiteres, was dieser Stift symbolisiert, und das ist übrigens ein Kalligraphiestift, gekauft in Ägypten, hergestellt in Japan, ist, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Und das hat mich an den folgenden Vers erinnert. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Und wenn auch das, was auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären, und das gesamte Meer danach 7 weitere Meere als Nachschub, Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen, denn Allah ist allmächtig und allweise. Subhanallah, die Worte Allah Ta'alas würden nicht zu Ende gehen. Selbst wenn alle Bäume Schreibrohre werden und die 7 Weltmeere Tinte nachliefern würden, liebe Geschwister. Allahs Worte würden nicht zu Ende gehen. Aber die Tinte, die in unserem Lebensstift drin ist, die ist begrenzt. Deswegen haben wir einen Auftrag, uns um das Wichtigste zuerst zu kümmern. Das Wichtigste zuerst. Ich habe letztens ein Buch von Stephen Covey oder aus seiner Firma Franklin Covey gekauft. Die 5 Entscheidungen. Ja, und da geht es um 5 Thematiken, die einem dabei helfen, ein produktiveres Leben zu leben. Ich bin noch nicht ganz am Ende, ich habe noch knapp 50 Seiten zu lesen. Aber eines von diesen 5 Entscheidungen ist, wie man zum Wichtigsten kommt. Das Wichtigste zuerst. Und er empfiehlt, ja, dass man sich als Mensch in seinen verschiedenen Rollen, 5 bis 7 Rollen, wahrnehmen soll. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin ein Arbeiter, ich bin Ehrenamtler, ich bin Student. Ich bin, ja, wie auch immer. Und dann für die Woche die folgende Planung vornimmt. Jede einzelne Rolle soll in der Woche bedacht werden. Ah, ich bin Vater. Was muss ich in dieser Woche an Wichtigem zuerst tun? Was ist wichtig? Und dann sammelt, so füllt man dann den Kalender auf. Das Wichtigste zuerst. Denn warum, liebe Geschwister? Die Tinte ist begrenzt. Nicht, dass ihr mit 50, 60 anfangt, gute Väter sein zu wollen. Oder gute Mütter sein zu wollen. Oder irgendetwas sein zu wollen. Und man merkt ja, die Tinte geht langsam, neigt sich dem Ende zu. Und Saufa, ja, in Zukunft mache ich dies und jenes, ist einer der Soldaten des Scheitans. Ja, morgen, nicht mehr heute, sagen nur die faulen Leute. Die faulen Leute, die der Scheitan ausgetrickst hat, indem sie sich Hoffnungen machen, in Zukunft etwas erledigen zu können. Saufa, ja, im Arabischen, wenn man etwas in Zukunft macht, ist einer der Soldaten des Scheitans. Und selbst der Scheitan, liebe Geschwister, kennt Prioritäten. Zuerst versucht er einen von Allah abzubringen. Danach versucht er einen, die Religion falsch verstehen zu lassen. Dann versucht er einen, in große Sünden hineinzuziehen. Dann versucht er einen, in kleine Sünden hineinzuziehen. Ja, wenn er das eine nicht geschafft hat, dann geht er zum nächsten über. Aber er hat Prioritäten. Und wenn er es nicht schaffen kann, dass man in kleine Sünden hineingezogen wird, dann setzt er alles daran, dass man im Erlaubten bleibt. Ja? Man vergnügt sich erlaubt, man entspannt sich erlaubt, aber dass man keine guten Taten tut. Selbst wenn er das nicht schafft, macht er weiter. Und zwar, indem er versucht, einen mit den weniger belohnten, mit den weniger wichtigen guten Taten zu beschäftigen. Dass man nicht die wichtigsten, nicht die wertvollsten Taten macht.
Und wenn er einen davon nicht abhalten kann, dann arbeitet er daran, dass man die Lust, ja, den Spaß während dieser Tätigkeiten verliert, in Hoffnung, dass man dann abrutscht. Ja, das heißt, er kennt Prioritäten. Warum sollten wir keine Prioritäten kennen, liebe Geschwister? Denkt also daran, das Wichtigste zuerst. Abschließen möchte ich damit, dass der Stift und insbesondere der Schrift, mit dem unser Mushaf geschrieben wird, ja, ein Kalligraphiestift, er symbolisiert auch Schönheit. Inna Allaha Jamil yuhibbu al-Jamal. Unser Leben soll auch von Schönheit, von Ästhetik geprägt sein und damit gefüllt sein. Und es war Picasso, ja, den wir alle als Maler kennen, der gesagt hat, hätte ich die islamische Kalligraphie vorher kennengelernt, ich hätte niemals angefangen zu malen, weil er so fasziniert von der islamischen Kalligraphie gewesen ist und das als Spezialist. Dieser Brief hat mich erreicht und mein Herz berührt von einem Bruder aus dem Gefängnis und er hat sich sehr viel Mühe mit seiner Schrift gegeben, ja, und das trug auch dazu bei, dass die Worte so wirkten, wie sie bei mir gewirkt haben. Ja, und es ist eine Brieffreundschaft daraus entstanden, die demnächst auch eine Umarmfreundschaft werden wird. Inshallah. Ich will nur sagen, ja, dass die Schönheit auch einen Platz im Islam hat, wie bereits durch den Hadith erwähnt, und das ist auch durch den Stift symbolisiert. Ja. Man hat quasi eine Wahl. Nicht nur, was man schreibt, liebe Geschwister, wie man sein Leben, ja, nicht nur, was man für ein Leben lebt, sondern auch, wie man dieses Leben lebt. Wir wollen es nicht nur auf gute Art und Weise leben, sondern auch auf die schönste Art und Weise. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte vergib uns unsere Sünden und bitte bringe uns weg von unseren Sünden. Helfe uns fünfmal am Tag aus Liebe heraus, dich anzubeten, O Allah, und stets mit dir verbunden zu sein durch unser Gedenken an dich, O Allah. O Allah, bitte befreie die Bekriegten und die Gefangenen, bitte heile die Kranken, bitte verheirate die Unverheirateten, bitte schenke den sich Kindern wünschenden rechtschaffene Kinder. O Allah, bitte lass uns ein tatenreiches Leben leben, innerhalb dessen wir allen bedürftigen Geschöpfen versuchen, Abhilfe zu leisten, O Allah. O Allah, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben und lass uns am Tag des Gerichts aus der Hand vom Propheten trinken, sallallahu alaihi wasallam. Und schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht und Schutz vor allem, wovor er auch bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.